Worum geht's heute? Feldschießen und das Thema Entfernungen bestimmen, Entfernungen vergleichen. Entfernung messen auch, gesagt. Messen. Christian, du kommst frisch aus Dahn wieder. Da musstest du keine oder da durftest du messen. Da durften wir mit dem Entfernungsmesser und erfolgreich. Arbeiten. Ja, da durftest du ein Entfernungsmesser nehmen. Aber es geht um WA-Entfernung. Das sind die Feldscheiben mit der gelben Mitte und den schwarzen Ringen drumherum. Genau. Wie richtet man sein Equipment darauf ein, dass man das zur Entfernungsbestimmung nutzen kann? Christian, wie hast du das bei dir gemacht? Es gibt ja verschiedene, wenn man mal den Bogen hernimmt, gibt es ja verschiedene Scope-Größen, die man haben kann. In der Regel gibt es ja das kleine, 28 mm, mittleres 35, was ich jetzt auch nutze. Und das große irgendwie 40, 42, 45 mm, die man da nehmen kann. Wenn man es das erste Mal einstellt, ist halt wichtig, den Visierausleger dabei zu nehmen. Also die wichtigste Größe ist eigentlich dann Abstand Auge zum Scope, um halt die Größe der Auflage im Scope zu sehen. Okay, okay. Das heißt, gibt es eine optimale Entfernung für den Abstand Scope zum Auge? Das ist sehr abhängig davon, welche Linsenstärke ich nehme. Welche Linsenstärke du nimmst? Also welche Vergrößerung möchte ich hinterher haben? Es sind ja verschiedene Dioptrienzahlen, die man nehmen kann. Ja, ja. Und dann entsprechend die verschiedenen Vergrößerungsfaktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ja. Du weißt jetzt, was du für eine Vergrößerung hast? Genau, das kann man aber auch ausprobieren. Also wenn wir ja gleich mal übergehen, wie man das einstellt. Ja, also technisch, wie man überhaupt rangeht. Wie machen wir das? Ihr nehmt euer normales Setup. Ja. Und dann würde ich sagen, guckt einfach durch und guckt mal, wie groß die Scheibe in eurem Scope erscheint. Gut. Aber dann weiß ich ja noch nicht, wie weit ist das überhaupt weg. Die kann ja entweder komplett im Scope zu sehen sein oder ich sehe noch seitlich was außerhalb der Auflage oder ich sehe nur einen Teil der Auflage. Genau. Ja. Und ich denke doch mal, das ist vielleicht der Anhaltspunkt, um jetzt rauszukriegen, wie weit bin ich von dem Ding weg. Genau. Also am besten kann man es mit den beiden, die wir hinter uns sehen, machen. Einmal die 80er Auflage links oder die 60er Auflage die rechte dabei. Und dann wäre so eine gute Größe zu sagen, bei der 80er gehe ich auf 40 Meter oder bei der 60er auf 30 Meter. Also die Hälfte der Entfernung der Auflagengröße. Oder man kann es bei einer 40er auf 20 machen. Genau, wobei ich eher tendenziell die längeren Entfernungen nehmen würde, weil bei der 40er, also von einer kleinen Entfernung das einzustellen auf die große Auflage zu gehen, ist immer so ein bisschen, dass da durchaus Abweichungen entstehen. Wenn ich bei der großen das drin habe, das Messbild, dann kann ich bei der kleinen auf die besser kurzen. Ja, also mindestens die 60er, im Idealfall dann die 80er genau nehmen. Also wenn ihr auf eine 60er gut ruhig halten könnt, dann nehmt die 60er, weil 80er hat man vielleicht nicht so oft die weiten Schüsse. Aber wenn es auf der 80er geht, wird es dann eben umso genauer. Okay, gut. 60er und 80er nehmen wir zum Einstellen. Genau. Wir sehen unsere Auflage in unserem Scope wie und wissen dann, wie weit es weg. Es ist ja bei jedem Scope ein bisschen anders und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man es entsprechend messen oder was man denn einstellen möchte. Viele nehmen den ganzen Scope-Rand, den ganzen Scope-Ring, also das innere Sichtfeld, was ich habe, vom linken Rand bis zum rechten Rand. Ja. Einige nehmen vom linken Rand bis zum Zielpunkt in der Mitte. Da kann ich also von links nach rechts und von oben nach unten gleichzeitig messen. Manche, wenn das geht, sehen die Wasserwaage unten, nämlich die beiden Kanten der Wasserwaage, weil ich zwei gerade Kanten habe, um halt die Scheibe, die Auflagengröße darin zu haben. Oder halt auch die beiden Striche der Wasserwaage kann ich auch nehmen, je nachdem, was man als Vorliebe hat und wie man es gerne am besten machen kann. Also das sind alles Teile der persönlichen Ausrüstung und die dürft ihr dafür nutzen. Korrekt. Ich persönlich nehme immer den linken Scope-Rand bis Mitte meines Zielpunktes. Da kann ich einfach von links nach rechts und gleichzeitig von oben nach unten messen, je nachdem, wenn die Scheibe mal etwas geneigt ist oder wenn sie etwas schräg steht. Ja, da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein, was das ausmacht, wenn die Scheibe geneigt oder schräg steht, weil da ändert sich dann doch etwas die Entfernung. Korrekt. Aber das ist dann wieder höhere Mathematik, siebte Klasse. Geometrie. Okay, gut. Unsere 60er Auflage. Du hast den Scope-Rand an den linken Rand des
schwarzen Rings gelegt und genau. siehst deinen Pin direkt in der Mitte. Idealfall. Genau, einfach. Idealfall, linker Rand, Scope-Rand, linker Rand, Auflagenrand übereinander gelegt und der Zielpunkt ist dann in der Mitte auf dem X stehend. Wir sind 30 Meter entfernt bei der 60er Auflage. Das heißt, ich sehe 30 cm Auflage auf 30 Meter Entfernung. Also Umrechnungsfaktor im Grunde 1 zu 1. 1 cm der Auflagenbreite ist gleichzeitig 1 Meter Entfernung. 30 cm Auflagenbreite gleich 30 Meter Entfernung. Ist im Grunde der Strahlensatz aus der Schule, den man kennt. Ja, auch dazu werde ich euch noch eine Grafik hier einblenden. Da seht ihr dann, das könnt ihr das Verhältnis genau sehen. Idealfall 1 zu 1, das macht natürlich das Rechnen im Feld, wenn man unter Stress steht, einfach. Kann man den Bogen daraufhin optimieren? Rein rausschieben? Das Visier, ist dann der Ausleger. Ne? Der Visierausleger, da gibt es ja die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, die man hat, dass ich das dann da ein bisschen rumspiele, dass ich möglichst auf diesen Faktor 1 zu 1 komme. Aber da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Da findet ihr im Netz wahrscheinlich auch einige Anleitungen dazu oder einige andere Sachen. Ja. Manche sagen, Faktor 1 zu 1 ist am besten. Andere sagen, ich nehme immer eine Ringbreite dafür dabei, also die, also auf die Maximalentfernung, also auf der 80er Auflage, auf 55 Meter alle Ringe zu sehen. Und wenn ich dann einen Ring weniger habe, habe ich einen anderen Umrechnungsfaktor. Das ist aber Zielbild. Das, manche gehen mit Zielbildern einher, manche mit der Mathematik. Das ist auch wieder sehr verschieden. Ich mache es immer, dass ich möglichst auf einen Zentimeter Auflagenbreite auf 1 Meter Entfernung kommen, was wir gerade gesagt haben. Klingt mir auch am freundlichsten. Ist vom Kopf her am einfachsten zu rechnen. Ja. Wenn wir dann ein Zielbild sehen, dass wir links anlegen und sind am Fünferring, dann wären wir wie weit weg mit dem Pin am Fünferring? Das heißt, wir haben 4 schwarze Ringe. Ja. Wenn wir 4 schwarze Ringe nehmen, bei der 60er Auflage, ein Ring sind 6 cm, 6 mal 4 wären wir bei 24 Meter. Bei der 80er 4 Ringe, 8 mal 4 sind wir bei 32 Meter. Und schauen wir uns jetzt an, wie das genau ausschaut. So. Also nochmal entsprechend vor der Scheibe. Das heißt, ich lege ja meinen Scope-Rand an die linke Kante der Auflage, an dem schwarzen. Und wenn mein Visierpunkt jetzt in der Mitte steht, decke ich halt in der Breite 30 cm ab. Ich bin also 30 Meter entfernt. Wenn mein Visierpunkt hier steht, habe ich dann 3 volle Ringe und einen halben Ring. Ja. Also 3 mal 6 sind wir bei 18, plus 3 cm dabei sind wir bei 21 Meter. Ja. Und je nachdem, wo ich dann hier noch stehe, vielleicht hier so noch mal einen Zentimeter mehr, bin ich bei 22 Meter. Mhm. Und so weiter. Also und dann zur anderen Seite rüber. Wie schaut es da aus, wenn dann der Zielpin, legst links an und der liegt meinetwegen da. Ja, genau. Wenn der Zielpunkt hier liegt, weiß man, bei der WA-Runde, bei einer 60er Auflage, ich stehe zu weit. Dann wäre ich nämlich bei 36 Meter und ich darf ja nur 35 Meter stehen. Also von daher kann man dann schon sagen, okay, plus minus 1 Meter Toleranz wäre dann die Maximalentfernung. Bei der 80er Auflage hätten wir 40 cm bis zur Mitte und dann 48 cm bis rechte Kante oder rechte Seite von dem Gold, dann sind wir bei 48 Meter. Okay. Und da die 80er ja in der unbekannten Runde bis 55 stehen darf, wenn wir jetzt nochmal hier bei 48, 8 dabei, dann wären wir bei 56, also würde dann die maximale Entfernung mit dem Pin ungefähr hier sein. Ja. Wäre das dann auch ein Unterscheidungsmerkmal, um eine 60er von einer 80er zu unterscheiden? Nee, nein. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nicht wirklich. Also wenn man das mit dem bloßen Auge noch mal schätzen kann, wie weit die Auflage ist, dann ja, mit dem Messsystem, was wir jetzt hier gerade vorgestellt haben, was man auch im Internet gut noch finden kann, kann ich jetzt nicht sagen, 60er oder 80er, welche Auflage habe ich eigentlich vor mir. Okay. Weil es ja für alle Auflagen identisch ist. Das waren die einzelnen Schritte zur Entfernungsbestimmung, zur Berechnung. Wir sagten vorhin, wir haben Sonderfälle, wenn die Scheiben geneigt sind. Die ist das zu schwer. Wird nicht so gut. Nein, da kann ich jetzt nicht dran drehen. Was bedeutet das für uns in der Entfernungsbestimmung? Die dürfen ja maximal 10 Grad in der horizontalen und in der vertikalen geneigt sein zur Zielrichtung. Was verändert das? Wie viel Meter müssen wir dann abziehen, draufpacken?
Das ist natürlich die Sache beim Messen. Also wir messen ja, wir haben ja vor uns erstmal die Auflagengröße bestimmt und danach sehen wir ja die Auflagenbreite oder die Auflagenhöhe. Wenn das jetzt schräg steht, dann sehen wir ja nicht die ganze Auflage, beziehungsweise... Die ist nicht mehr rund, das ist eine Ellipse. Genau, das ist eine Ellipse. Also wenn man jetzt die Auflage im Grunde mal hernimmt, dann ist die zwar immer noch in der Breite gleich, aber wir sehen ja dann quasi, die Auflage ist etwas schmaler geworden. Ja. Aber wir messen ja immer noch die gleichen Ringe und die gleiche Anzahl an Zentimetern auf der Scheibe. Ja. So, jetzt haben wir im Grunde die Mathematik dabei, die Auflage, ne, Dreiecksbestimmung, die Auflagenbreite ist im Grunde die Hypotenuse. Und wir haben dann mit dem Winkel der Schrägstellung, rechnen wir den Kosinus davon aus, und dann ist im Grunde die Ankathete die Größe, die wir dann dabei haben. Kann man das jetzt, wenn du zeigst das gerade so, lass mal, mach's noch mal schräg. Also wir sehen ja jetzt hier, die Entfernung ist sichtbar kürzer wie die. Kann ich jetzt nicht auch einfach von oben nach unten messen? Wenn also, das funktioniert, dann ja. Na, du nimmst ja den Pin in der Mitte und das Gehäuse als Referenz. Genau. Und hast bisher gemessen von links zur Mitte. Wenn du dann von oben zur Mitte misst, hier ist das dann ja optisch immer noch der normale Durchmesser des Kreises. Genau. Dann sollte das ja auch funktionieren. Blöd wird es dann nur, wenn das dann wirklich dann so steht, ne, wo dann nichts mehr stimmen sollte. Genau. Wenn wir also horizontale und vertikale haben. Wenn es in beide Richtungen neigt, ist es ein bisschen schlecht. Ja. Ja. Aber auch dann, wie gesagt, maximal 10 Grad darf sie ja stehen, die Scheibe in der winkligen Stellung. Das heißt, wenn wir jetzt mal rechnen, sagen wir 50 Meter Entfernung, 10 Grad, der Kosinus davon, bei 50 Meter muss ich ungefähr 0,8 Meter abziehen. Also das, der Kreis wird zur Ellipse und wird dann um 0,8 Meter im Grunde kleiner, also knapp einen Meter abziehen bei 50 Meter. Okay, und mit dem passenden Setup sollte man dann, wenn man das nicht macht, immer noch irgendwo im Gelben liegen und stellt beim zweiten Schuss dann dementsprechend nach? Genau. Also ein Meter ist jetzt nicht so, nicht so kriegsentscheidend. Ne? Auf der langen Entfernung schon vielleicht ein bisschen bei 60 zu 59. Aber bei den kürzeren ist das eigentlich noch relativ gut. Relativ gut. Ja. Gibt es da so ein, also du sagst jetzt 0,8 Meter, einen knappen Meter. Ist das so als Richtwert, als Faustwert zu sehen für jede Entfernung? Oder... Das ändert sich ja. Also, ändert sich. Klar, ich habe der Kosinus von 10 Grad ist immer der gleiche. Ja. Aber dann multipliziert mit der entsprechenden Entfernung ist es ein bisschen anders. Wobei bei den wenigsten Turnieren war die Scheibe wirklich so stark geneigt, die ich bisher hatte. Okay. Ja. Man kann vielleicht mal gucken, dass man vielleicht einen halben Meter mal abzieht oder so als Bauchgefühl, damit es ein bisschen besser wird beim Schießen. Aber an sich, ich wüsste jetzt keine Regel, die man so grob nehmen kann. Das sind aber auch die Erfahrungen, die man mit der Zeit sich aneignet. Und ist für euch der Anreiz, mal ein paar WA-Feldturniere zu schießen. Aber damit wären wir doch jetzt eigentlich zum Thema Messen soweit durch, ne? Eigentlich schon, ja. Ja, aber da gibt es dann noch einen kleinen Fallstrick, auf den viele hereinfallen. Und das ist die Unterscheidung zwischen 60er und 80er Auflagen, weil die überschneiden sich in den Bereichen, wo die stehen dürfen. Und da wird viel, mal gerne so ein bisschen getrickst. Und wie ihr die Auflagengrößen richtig zuordnen könnt, das zeigen wir euch dann im nächsten Video, oder? Genau. Aber jetzt noch der kleine Bonus. Ach ja, der Bonus. Wir haben ja gesagt, wie bestimme ich eigentlich meine entsprechende Vergrößerung in der Linse? Wir haben hier ein Dokument, das gab damals mal von Sherlock ins Netz gestellt, von der Firma, die auch die Scopes hergestellt hat. Und das würden wir euch entsprechend dann verlinken in der Videobeschreibung. Genau. Das ist ein Nomogramm, mit dem ihr euch relativ schnell bestimmen könnt, wie viel Vergrößerung habe ich eigentlich in meiner Linse. Dann braucht ihr einmal die Entfernung von eurem Auge bis zum Scope und ihr braucht die Dioptrienzahl der entsprechenden Linse und könnt dann mit einem Lineal oder mit einem Pfeil entsprechend einmal kurz dranhalten, was ist wirklich die reale Vergrößerung, die ich habe bei meinem Scope. Perfekt. Christian, super Service, danke. Gerne. Und noch eins, uns wird natürlich auch interessieren, was für ein Setup schießt ihr bei euren Bögen, welche Scope-Größe nehmt ihr? Genau. Und wie kommt ihr damit zurecht? Habt ihr wirklich einen Umrechnungsfaktor 1 zu 1?
Das ist mit Sicherheit für viele, die das Video sehen, interessant, wenn sie sich ein eigenes Setup aufbauen wollen. Mhm. Schreibt uns in die Kommentare rein. Gerne. Dann hat jeder was davon. Mhm. In Ordnung. Christian, danke, dass du heute da warst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ach, bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Und dann, wenn dann der Pin auf dem rechten Fünferring liegt, hätten wir dann in der Mitte. Wir haben ja das Beispielbild da. Weißt du, was wir gefilmt haben? Ach, du meinst, Entschuldigung, ich habe ja den Viererring gerade genommen. Nicht ja, ist ja egal. Das kann ich alles rausschneiden. Das ist gut. Das ist egal. Alles gut. Ne?